lachend auf der Anklagebank. Die Beschuldigten gaben sich gelassen beim Wiedersehen nach fast einem Jahr ohne Prozess. Und das, obwohl ihnen die Staatsanwaltschaft Dutzende Straftaten vorwirft. Die 16 Angeklagten sollen Mitglieder oder Unterstützer der Nazi-Gruppe Aktionsbüro Mittelrhein gewesen sein. Das selbsternannte Braune Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler soll ihre Zentrale gewesen sein. Dort haben sie laut Anklage Informationen über Linke gesammelt und rechtsextreme Propaganda zusammengetragen. Sie sollen Sachbeschädigungen geplant und begangen, politische Gegner angegriffen haben, sowie am Rande einer rechten Demo 2012 in Dresden. Der Hauptvorwurf, das Aktionsbüro sei eine kriminelle Vereinigung gewesen, mit dem Ziel, Straftaten zu begehen. Man kann den Angeklagten sicher eins nicht vorwerfen, das werden sie mit aller Macht bestreiten. Sie hätten sich zusammengetan in irgendeiner Form, um Straftaten zu begehen. Das ist an sich der Vorwurf der kriminellen Vereinigung. Man hat sich irgendwie aus politischen Gründen zusammengetan. Das ist so. Ja. Aber nicht um Straftaten zu begehen. Das ist blanker Unsinn. Für die Richter ist der Prozess eine Herausforderung. Ihnen sitzen mehr als 30 Verteidiger gegenüber. Einige sind selbst Anhänger der rechtsextremen Szene. Im ersten Prozess setzten sie alles daran, das Verfahren zu verzögern, bis es letztlich platzte, weil der Richter in Rente ging. Nach fast 5 Jahren und 337 Verhandlungstagen. Erkenntnisse aus der ersten Hauptverhandlung können leider nicht verwertet werden. Der Prozess beginnt völlig neu. Das Gesetz sieht eben vor, dass jeder Richter, der über die Sache entscheidet, von der ersten Minute an der Hauptverhandlung teilnehmen muss. Und weil die Kammer jetzt vollständig neu besetzt ist, fangen wir ganz von vorne an. Richtig los geht's allerdings frühestens kommende Woche, denn beim Prozessauftakt am Morgen war nach kurzer Zeit Schluss. Ein Angeklagter hatte sich kurzfristig krank gemeldet. Wie lange der neue Prozess dauern wird, ist völlig offen. Das Landgericht hat etwa 90 Termine bis Ende nächsten Jahres angesetzt. Viele Verteidiger gehen aber davon aus, dass es deutlich länger dauern könnte. Die Staatsanwaltschaft hat vor Prozessbeginn signalisiert, dass sie bereit ist, eventuell gegen einige Angeklagte einzelne Anklagepunkte fallen zu lassen. Das könnte den Prozess deutlich verkürzen.